wie schnell und abgegriffen so ein Wort ist, wenn wir von Freunden sprechen. Etwa wenn wir mit jungen Leuten reden, die in den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter, Tausende von Freunden haben. Das ist ein tolles Gefühl, obwohl es eigentlich nichts heißt. Auch im Evangelium kommt dieses Wort verschieden vor. Und wir hören immer wieder, gerade in diesen Abteilungen, die für geistliche Berufungen zuständig sind, man muss ein Freund Jesu sein. Freundschaft mit Jesus, das ist das Entscheidende. Wer wollte das bestreiten? Aber was heißt, Jesu Freund zu sein? Wenn Jesus hier in den letzten Stunden seines Lebens dieses Wort sehr bewusst benutzt und seine Jünger Freunde nennt, dann ist es vielleicht geraten, dass wir ein Wort aus dem Buch der Weisheit hinzuziehen, damit wir verstehen, was Jesus mit Freundschaft hier meint. Die Weisheit Gottes ist auf der Suche nach heiligen Seelen, um sie in das innerste Geheimnis Gottes einzuführen und sie so zu Freunden Gottes zu machen. So lesen wir dort im 8. Kapitel. So wie Mose Freund Gottes ist und mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Das heißt, dass wir uns von Jesus jeden Tag, jede Stunde an die Hand nehmen lassen, damit er uns führen kann in das innerste Geheimnis Gottes. Wir kommen immer wieder darauf zurück, denn das ist das große Thema des 4. Evangeliums, der ganzen Nachfolge, uns nach Hause bringen zu lassen. Uns nicht diesen Freund Jesus so zurechtzustutzen und herbeizuschönen und so zu frisieren und zu stylen, wie er uns gerade passt und wie es gerade in ist und wie wir meinen, dass er dieser Gesellschaft vermittelbar ist, sondern genau das Gegenteil. Uns von diesem unangepassten Freund, der von dem ganz anderen kommt, manchmal fremden und doch so vertrauten Gott kommt, um uns sein Innerstes zu erschließen. Wir müssen uns ihm überlassen. Wir müssen vom eigenen absehen, von unseren Vorstellungen, unseren Lieblingsideen, unseren Fantasien. Wer sich selber sucht, verliert sich, sagt Jesus. Und es erweist sich hier wieder aufs Neue. Und wir sehen, dass das auch den Jüngern, den Aposteln nicht leicht gefallen ist. Ich nenne euch Freunde. Denn ich nehme euch mit, ich führe euch aus euch selber heraus und nehme euch mit nach Hause. In der Angst, alles zu verlieren, wenn wir anfangen zu krampfen und festzuhalten, gewinnen wir nichts, nichts. Im Gegenteil. Wenn wir anfangen zu verstehen, dass dieser große Exodus heraus aus uns selber, an seiner Hand, nicht irgendwohin, an seiner Hand, uns zum wirklichen Leben führt, dann beginnen wir zu verstehen, was es heißt, Freundschaft mit Jesus Christus zu leben, Gemeinschaft mit Gott zu haben.